will auch nicht alle Heide schon. Oh, ja. Oh, Ben ist so ein Asket. Ich esse halt vorher Abendbrot. Ich bin um 7 aufgestanden. Ich bin um 7 zu Hause gewesen. Wir wissen ja, Ben ist ja so perfekt. Hey, erinnerst du dich noch daran, als wir dieses Duett am See gespielt haben? Das Wetter erinnert mich an den Tag. Du hast mich mit der Mini-Harfe echt überrascht. Damit hätte ich nie gerechnet. Deswegen mag ich dich so. Schleimer. Das ist nicht auszuhalten. Ja, glückliche Pärchen, stimmt, sind nicht auszuhalten. Schrecklich. Ja. Irgendwas Ekelhaftes. Wenn die das in eigenem Heim auch noch machen, ey. Boah. Ne. Geht gar nicht. Widerlich. Geht gar nicht. Ich möchte jetzt, heute möchte ich wenigstens zu Robin und mir mein Dings. Bums? Ja, richtig ruhig aus. Holen. Bla. Ne? Geboom. Ich will mit mal ein bisschen Deko in meiner Bude. Dann geh doch zu Robin. Ja, aber die man macht dann mir auch. Dann geh doch zu Netto. Oh, lass diesen blöden Netto-Gedöns, ey. Ich hasse diese Werbung. Und ich hasse dieses Gör. Es ist nicht süß, das ist nicht witzig, das ist einfach nur ekelhaft und nervtötend. Aber wie du dich aufregst, ist lustig. Oh, ohne Scheiße, geh doch zu Netto, ja. Jetzt letztens gab es eine Werbung, da hat das ein Mann gesagt, dann geh doch zu Netto. Ja, doch, teilweise hat es auch der Weihnachtsmann gesagt, ja. Also, dass sie diese Scheiß dann geh doch zu Netto echt etabliert bekommen haben, das ist traurig. Oh, ich glaube, ich habe besser die Filter vergessen. Ich bin doch nie blöd, sage ich nur. Ja, das ja auch. Oder Geiz ist geil oder lauter so Sachen. Aber findest du geizig, wenn nicht geil? Macht das nicht scharf, wenn jemand richtig schön geizig ist? Total. Wenn jemand so sagt, bezahl dein Essen selber beim ersten Date? Oder beim zweiten, ja, oder dritten, das oder ist vierten? Mio, das kommt auf das Bundesland an. Wo bist du denn? Wow, wow. Eierinvasion. Ich habe tatsächlich die Tiere vergessen. Eierinvasion. Übrigens. Ja, ohne Scheiß, hier sind mehr Eier als Tiere. Also, mehr übrigens als haben wir morgen noch ein paar mehr Batterien. Irgendwie ein Schweinezirkus unten. Herzmuschel, Lachsbeere, Tulpe, Kartoffel, Standarddünger, Kugelfisch, wilder Meerrettich, Matrosenteller, Kaktusfrucht. Ja, geh doch seltene zu Penny, Saat ist so und dunkler Reaktion. Vorleger. Ey, das passt doch zu, ne? Wie heißt das? Wie war das Wetter bei uns? Bei uns war das Wetter heute arschkalt tatsächlich. Bei uns war so minus 1 Grad und ganz leichter Schneefall tagsüber. Aber wo hast du denn für 12 Euro Pizza bestellt? Das muss ja eine Riesenpizza sein. Oder du hast dann den. Die kommt erst in 3 Stunden an. Der fährt noch eine Weile. Oder was habe ich mal gelesen? Wenn du kein Geld mehr für eine Taxe oder so hast, dann gehst du zu irgendeinem Pizzading, bestellst dir für 5 Euro oder so eine Pizza und schickst die heim und dann musst du bloß noch zu dem Pizzaladen latschen. Pizza wird ja hingebracht. Okay, wie ist denn in Sachsen das Abitur? Habt ihr da schon Zentralabitur? Meines Wissens haben wir schon ein paar Jahre Zentralabitur, ja. Genauso wie alle anderen, deswegen heißt es Zentralabitur. Nee, Zentralabitur ist ja Bundesland gemünzt. Aber das haben doch alle Bundesländer gleichzeitig bekommen. Nee, das hatte Bayern schon deutlich vor, Hessen zum Beispiel. Also wir hatten, glaube ich, schon wirklich lange ein Zentralabitur. Ich weiß nicht, ob zu unserer Zeit, glaube ich, noch nicht, also zu meiner Zeit. Wir waren... Stimmt, schon 5 Jahre oder so haben wir das. Ich war der erste Jahrgang, der zweite Jahrgang, der Zentralabitur hatte in Hessen. Felix Matter hat zum Beispiel, glaube ich, schon Zentralabitur gemacht. Was? Also ich glaube, Mio, wenn du gut lernst, ist ein Abitur schaffbar. Ich bin der Meinung, wenn man halbwegs aufgepasst hat, wird das Abitur hinterhergeworfen. Es kommt, es kommt krass aufs Bundesland an, es kommt auf die Lehre an, es kommt drauf an, wie smart du bist. Ja, aber Sachsen hat angeblich nicht das leichteste Abitur. Also, zumindest in den Vergleichen immer gehabt. Also ich habe mir schwer getan mit dem Abi, aber das ist alles so eine Geschmackssache. Ich habe kein Abi. Es kommt nicht nur die Pizza, da bin ich jetzt gespannt, Chris. Oh mein Gott. So, du musst auch immer übertreiben. Lumi, Ruhe. Was war jetzt mit Marta? Die hat Zentralabitur gemacht. So, das kann sein. Das wird echt so, ich habe gar keine Fenster, kann das sein? Doch. Musst du mal aus dem Fenster gucken? Wen sie im Spiel? Ich guck gleich mal bei dir, du wirst ein Fenster haben. Du hast das Standardhaus, hallo? Warte. Billigfernseher, Fernseher, Plasma-TV. Du hast ein vernageltes Fenster und ein Fenster. In dem Schlafzimmer hast du kein Fenster. Hast du mir zugehört? Was? Nee, hat sie glaube ich nicht.
Ich habe gesagt, du hast ein Fenster mit Gardine und ein vernageltes Fenster. Mhm. Also kannst du ruhig zwei holen. Die hat ja nicht mal Stühle. Oh, ich auch nie. Aber ich hab einen Riesentisch und habe zwei Stühle. Bei dir liegen 5 cm Schneeksiel. Ich glaube, bei uns war es nicht so hart. Bei uns in der Stadt liegen vielleicht, keine Ahnung, 2 cm Maximum. Wo kriege ich denn ansonsten Möbel her? Bauen? Ja, nur von dort. Nee, selber bauen, was? Oder? Selber bauen und nur von dort. Ich habe aber kaum Blaupausen für Möbel. Für Stühle habe ich natürlich auch nichts. Oder für andere Möbel. Das kann doch nicht sein, dass es... Ja, scheinbar. Aber okay, wow, sorry, warum willst du dich denn hinsetzen? Okay, ich weiß nicht, ob in Sachsen-Anhalt besser ist oder schlechter. Ja, wie bei dem Paket, in der Tat, Chris. Ich will mich nicht hinsetzen, ich will aber einen Tisch haben, an dem mehr Stühle sind als zwei. So. Mehr Stühle sind als drei? Der Tag, an dem die Pizza kam. Mehr Steinstühle? Das ist super vorbei. Mehr Stühle sind als zwei, ey. Nee, mehr Steinstühle ist halt Game of Thrones. Lumi ist halt mehr Steinstuhl, ist ein Thron. Wie, Pizza-Boy? Pizza-Boy. Er hatte jetzt nicht den Pizza-Boy bestellt, sondern der hat ja Pizza-Boy Deluxe bestellt, wenn du weißt, was ich meine. Das heißt, ich gehe jetzt gleich an die Tür und krieg meinen ersten Striptee oder was. Ja, vielleicht, wenn es nur das ist. Davon gibt es auch gute Pornos. Ich habe nächste Woche Geburtstag, hebt euch das dafür Moment, auf. Du hast nächste Woche Geburtstag? Ja. Aber nicht am Samstag, oder? Nee, ich hab vor dir, glaube ich. Du hast am 12., oder? Ja. Ja. Wann hast du denn jetzt nochmal? Ich glaube, wir hatten das schon mal, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Hatte ich schon immer so viele Fackeln bei mir daheim? Weiß man nicht. Die könnten auch gewandert sein. Ich habe am 9. Lumi, hast du noch was anderes in deinem Zimmer mitbekommen? Die Fackeln haben abgelenkt. Ja, einen schwarzen Vorlegeteppich, den habe ich. Der ist tatsächlich schön, der gefällt mir. Das soll schwarz sein, aber wenn's bei mir sieht das wie pink aus. So. Und ich will noch ein Fenster. Oh, schön. Mein Haus gefällt mir jetzt. So. Lumi, ja, ist halt guck mal. Lieber Ben, ich wohne auch in einer Stadt und ich habe auch den Tag genau eine Woche nach dir Geburtstag. Oh, das bin Chris, nein. Wieso nein, haben denn hier drei Leute im Januar Geburtstag? Willst du mir Chris jetzt noch was zum Geburtstag schenken? Er soll mir nichts zum Geburtstag schenken. Sag ihm, dass er mir nichts zum Geburtstag schenken soll. Chris, schenk ihr was. Nein, ohne Scheiß. Was Teures, sagt dann Felix noch. Das ist aber wirklich Ich habe den schweren Fehler gemacht, dass ich doch gesagt habe. Ich wollte eigentlich nicht, wenn Chris in der Nähe sagen, wann ich Geburtstag habe, damit der Arme nicht schon wieder. Deswegen habe ich dich ja gerade gefragt, wann du Geburtstag hast. Ja, oh, toll. Da wollte ich dem lieben Chris ein bisschen Arbeit ersparen und du machst es kaputt. Ja, ich sag aber mal so, er hat schon angekündigt, dass er mir auch was schicken will, deswegen habe ich gewusst, was passiert. Ja, das ist doch auch schön, ganz im Ernst. Lang doch, wenn du für Ben was machst. Ist Benni, doch okay. Meine Freundin hat am 5. Januar Geburtstag. Leo, ich hab's jetzt auch auf Kreditkarte eingestellt, nachdem du gemeckert hast. So viel dazu. Also Chris, alles gut. Ich nehme die Pizza als Geburtstagsgeschenk. Ja, das lässt sich, glaube ich, Chris nicht bieten, wenn man Geschenke nicht vorher geben darf. Das bringt Unglück. Ja. Ach Quatsch, ich finde, das giltet. Das gilt. Du und Chris, ihr macht Gruppenbasteln. Das gilt. Ja, aber dann ein paar irgendwie eine Woche später oder so. Aha, oh, es kommt eine Pizza. Bis gleich. Betritt Jodis Haus um 19 Uhr mit einem Forellenbarsch. Ach so. 10 Rüben in den Kühlschrank des Bürgermeister Louis. Kiel erreiche Ebene 25 in der Schädelhöhle. Ja. Muss ich wohl mal ein bisschen noch angeln gehen. Der Forellenbarsch? Wo krieg ich den Forellenbarsch her? Ich habe auch nie gesagt, dass du nicht in der Stadt wohnst. Ich habe nur gesagt, in meiner Stadt, oder? Also ich meine zumindest in meiner Stadt jedenfalls. Ich meine nicht, dass du nicht in der Stadt wohnst. Wer hat eigentlich... Das war ich, oder? Das ist natürlich ganz schlau. Dann wächst der Baum ja nicht mehr. Deswegen ist der Baum nicht groß geworden. Ach Mann. Zu spät gesagt. Ach Alex. Ha, schon wieder bestellt. Ein Brot gefunden. Hast du irgendwie doppelt gemoppelt. Hallo Felix. Hallo. Mann, dauert das lange, Hartholz zu formen, ey. Tja, wie im echten Leben. Vor allen Dingen wachsen die Stämme jedes Mal nach. Wie im echten Leben. Ob Lumi mit beim Basteln macht? Keine Ahnung. Beim muss Basteln. Ich da sagen. Ja, Chris will mir ein Automodell schicken. Beziehungsweise hat mir auch schon Lego und sowas geschickt. Was, von Revell oder was? Also mit, es kommt nicht. Ja nicht nur eine Pizza. Habe ich nicht damit gerechnet, dass zwei Pizzen kommen?
Ja, für die Nacht, ne? Für die Nacht und für morgen. Ich hab die Kopfhörer noch nicht auf. Für Ben und Felix. Würde sonst auch etwas kaufen oder eins kaufen? Ich habe keine Ahnung, Chris. Da musst du entweder sie fragen oder auf gut Glück das machen. Was mit Basteln? Nee. Ich habe jetzt die Kopfhörer wieder ob auf. Ob du dich nackig im Stream zeigen würdest mit Unterwäsche, wenn du dir welche schickst, weißt du? Bitte was? Bitte was? Und davon hat Chris ja überhaupt nichts. Oh mein Gott, das ist eine schick mir vielleicht auch Unterwäsche. Wie geil. So. Aber ich würde mich ich würde mich nicht in Unterwäsche im Stream zeigen. Wow, und noch ein Pizzabrot dazu. Ah. Geil. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei der Pizza. Das war's jetzt mit Zocken. Wir sind jetzt bei Lena frisst Pizza. Stell's also auf Just Chatting und mach dein Bild groß. Ohne Scheiß, das will niemand sehen, wie ich jetzt Pizza kahl. Ja, doch, bitte schön in 1080p Facecam Stream, wie du Pizza isst. Ist schon klar. Ja, ich muss jetzt erstmal hier mit diesen blöden zwei Kartons rumhantieren. Oh mein Gott, wie geil. Also Lumi hast du glücklich gemacht, Chris. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ohne Scheiß. Es ist einfach mal fucking Pizza. Social Eating. Ja. Dankeschön, Matze. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann das irgendwie... Pizza kann man ja beim Zocken. Es gibt doch auch die Kategorie Social Eating. Mach das einfach rein. Es gibt ja, muss gar nicht Social Chatting. Es gibt ernsthaft Social Eating? Ja, also zumindest gab es das mal eine ganze Weile lang. Oh Gott, also Twitch ist wirklich eine Welt, die ist mir noch sehr neu. Das ist tatsächlich, glaube ich, in Japan oder zumindest in Asien relativ groß gewesen, weil da die Leute halt in den krassen großen Städten irgendwie sich ziemlich einsam fühlen und dann den Twitch-Channel einschalten beim Essen, um quasi mit den Leuten zusammen zu essen. So. Jetzt auch unter dem ist es eine Riesenpizza. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganz schaffe. Selbst wenn ich das Pizzabrot nicht esse. Ich hab dir eine für morgen auf, kalte Pizza. Ja, ich glaube, bei Twitch sind per se auch viele Menschen, die sich ansonsten langweilen oder einfach gerne ein bisschen Hintergrundlärm haben. Ich glaube, wenn du so eine 10-köpfige Familie hast, dann guckst du kein Twitch mehr. Ist gar keine Zeit für sowas. Oder du guckst Twitch, weil das leiser ist. Zur Entspannung, ja. So, es ist ja schon 23 Uhr, das heißt, ich kann guten Rechtens ins Bett gehen und Pizza essen, oder? Erstmal versuchen, keinen blöden Barsch zu fangen. Ich denke, dass ich das ganz am Anfang tatsächlich ja mal als Witz drin hatte, ne? Mit dem Donation Goal Pizza. Stimmt, du hattest mal Donation Goal Pizza. Mhm. Hast aber nicht weiter verfolgt oder nicht drin gelassen. Mhm. Einfach weil. Party One, Dankeschön, Ochi. Mhm. Ein Plastikmodell, wie macht ihr das denn zusammen? Ja. Mit dem Bauen. Trefft ihr euch, oder? So, ja, wahrscheinlich Discord und dann Stream parallel. Achso, und ihr habt dann beide ein Plastikauto und baut es zusammen. Modellautos halt, ja. Wie süß. Und er meinte, er gibt mir dann Tipps, wenn ich irgendwie Fragen habe oder nicht vorwärts komme. Mhm. Ich hab noch nie ein Modellauto gebaut. Dito. Top-Aktion, Benny. Ja, das mache ich immer, wenn ich die blöde Angel in der Hand habe, wenn ich nach Hause komme. Ach stimmt, Nio, Entschuldigung. Ich habe das mit der Kreditkarte versucht gehabt einzurichten und dann gab es Probleme. Habe ich voll vergessen. So. Ja, ich habe das eingerichtet. Doch nicht, Entschuldigung. Ja, es war, wann macht ihr das denn? Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht genau festgelegt. Die Idee war irgendwie, das eine Woche nach meinem Geburtstag zu machen. Also sozusagen über eine Woche, kurz über eine Woche. Ich würde es mir mal überlegen. Also ich habe noch nie ein Modellauto gebaut. Das wäre mal eine neue Erfahrung. Nee, Moment mal, das ist nicht in über eine Woche, das sind 2 Wochen, weil ich habe erst nächste Woche Geburtstag. Ich habe noch eine Titanic hier oben liegen. Soll ich die dir gleich mitschicken? Nee, dann baue ich danke. Die Titanic. Ich glaube, die Titanic ist mir ein bisschen zu komplex, tendenziell. Lumi, warst du jetzt bei mir im Haus mal? Mhm. Oh. Wolf Appal, mach ich morgen. Chris dachte am 13.01. Oh, das war nett. Am 13.01., das ist am Sonntag. Ja, ist er noch verkatert nach seinem Geburtstag? Nee, unwahrscheinlich. Wir haben gerade mit Hofarbeit 63.000 gemacht. Ja, guck mal, wie viel wir verkauft haben. Hallo, Tenne, auch lang nicht gesehen. Moin. Ach, das sind doch keine 63.000. Der Abend ist nice, ich hab Pizza. Stimmt, das sind wirklich keine 63.000, what the fuck. Aber da gibt's Seiten, da musst du weiter blättern. Nee, ich hab noch ein bisschen hier Entenei und Mayonnaise. So geil. 46 mal Sternmayonnaise, 18.000. Lumi, hast du es gerade mitbekommen? Nein.
Wir haben gerade, an einem Tag haben wir gerade 65.000 gemacht. Wow. Wir haben jetzt 120.000 oder so ein Spaß. Ich bin dafür, dass wir mal neue 90. Pferde kaufen, oder? Ja, 99. 99.000, ich glaube. Und der Ben könnte jetzt mal sein Kinderzimmer bauen. Darf ich? Also jetzt. Mhm. Wenn das kein Hartholz braucht. Muss ich gucken gehen. Ja, ich kann auch hier schnell gucken, dann muss ich ihn los. Jo, ich werde mich bemühen, es zu meinem Geburtstag hinzubekommen. Oh, wieder was zum Ernten. Ich habe ja bei Streamlabs alles eingerichtet gehabt. Und dann habe ich auf Bestätigen geklickt und dann hast war du alles gesagt, weg. Nee. Und drunter stand dann irgendwie von wegen jetzt Kreditkarte einrichten. Also ich konnte es einfach nochmal anklicken. Keine 19.1. Ahnung. Ich wollte das noch nicht so festlegen. Ich würde es aber dir noch vorher sagen. Also ich wollte eigentlich nicht so zwei Wochen im Voraus planen, wobei es wahrscheinlich in der Stelle immer geht. So, ich tue mich immer schwer mit so vorher Zusagen machen. Wir haben übrigens hier noch einen Trüffel. Ja, der gibt's aber dann erst seit heute. Streams muss man halt immer so ein bisschen, muss man gucken, dass man es koordiniert bekommt, ne? Genau, also. Also ich schlafe mal eine Nacht drüber. Aber Sonntagnachmittag, halt, Sonntagnachmittag ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ob da den 13. direkt machen. Komm mal eigentlich auch. Mir ist es um meinen Bobs geht's prima. Ben, kümmerst du dich jetzt heute um die Tiere oder was ist hier los? Ich habe nur den Trüffel rausgeholt. Kann ich mal jetzt reden? Nö. Nein, du nicht. Okay, dann. Müsst ihr halt so in den Augen. Nee, was denn? 50.000 Gold und 150 Hartholz braucht man für eine Hausupgrade. Düdüm. Ach, auch wieder Hartholz. Ja, man braucht immer Hartholz, deswegen müssen wir. Nee, das machen die doch nur, um dieses blöde Spiel noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ja. Du kriegst halt, wie gesagt, immer bloß 10 Hartholz pro Tag. Oh Mann. Das ist schon ziemlich nervig. Ich gehe jetzt wieder runter und hol Hartholz. Oh, wir haben Demetrius und Sams Geburtstag verpasst, ne? Egal. Leute? Die werden das aus solchen kriegen. Oh. Chris, du hast mir gerade eine Pizza geschenkt. Ich brauche kein Geburtstagsgeschenk. Ach, alles Lumi. Gut. Was? Ich bin ja dafür, dass Lumi mein Geschenk kriegt und sie basteln muss. Lumi ist im Käsehimmel. Hast du mitbekommen, dass ich die Sequenz endlich mit Haley vervollständigt habe? Hast du was mit Haley vervollständigt? Die Sequenz ist vorhin nicht abgestürzt. Ach so, nein, geil. Wann? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Nachdem er ihr genug Sachen geschenkt hat, damit sie ihn hasst, ging die Sequenz. Wie seltsam ist das denn bitte? Ja. Nein, keine Ahnung. Also du musst Haley erst ärgern und erst dann, also eine richtige Tusse. So eine richtige. Ich frag doch sie mal, aber ich weiß gar nicht, benutzt der Streamlabs? Weiß ich nicht. Der benutzt so komische Sachen zum Teil. Ich guck's mir nach dem Stream. Ah, kannst du ihn mir nochmal als Privatnachricht schicken? Dann kann ich ihn mir nach dem Stream besser angucken. 19. Ja, passt es wie mit deinem Geburtstag, aber du wirst auch erzählen, an deinem Geburtstag keine Zeit, an mir zuzugucken, oder? Weil dein Geburtstag und so. Oh, Käse. Ich habe einen Käseorgasmus. Richtig geil. Man kriegt jedes Mal 12 Hartholz pro Tag. Das ist voll lame, ist das. Ja, da könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen, ne? Wir holen jetzt den Ehenstein. Aber man findet auch in der Mine zum Teil Hartholz. Ja, aber nicht viel. Also findest du mal so 5 Stück oder so. Unter ferner Liefen. Das ist schon geil, an einem Tag 65.000 mit Hofarbeit gemacht, ey. Geplant ist bisher noch nichts an dem Geburtstag. What? Das kann ich ja fast nicht glauben. Ein Mann der Familie hat an seinem Geburtstag Freizeit hat, das klingt irgendwie merkwürdig. Dankeschön, Mio. Das klingt nach sehr viel Entspannung. Und wie Akkus hast du? 4 Käse ist geil. Nee, 4 Käse ist nicht geil. Doch. 4 Käsepizza ist die Pizza, die ich nicht essen würde. Ernsthaft nicht? Wieso? Weil da meistens Schimmelkäse drauf ist und ich mal das blöde Erlebnis hatte, dass die ganze Pizza nach dem blöden Schimmelkäse geschmeckt hat. Und du machst keinen Schimmelkäse? Nee. Das ist so das. Bäh. Das ist richtig bäh. Schimmelkäse ist geil, ja. Nee. So, ich esse nur die Billigkäse-Varianten. Soll ich den nächsten Stall in Auftrag geben? Kannst du auch machen. Chris und ich, ne? Wir verstehen uns. Lumi hört eh nie zu. Was ist mit mir? Ich hab ja gesagt, also mach. Was? Ich krieg jetzt mein Pferdchen. Achso, dein Pferdchen, ja. Ist doch okay. 2 Pferde bedeutet einmal höhere Wahrscheinlichkeit für mich, eins abzugreifen. Hey, du hast doch dein Pferd. Felix hat keins. Mhm.
auch meinem Käseorgasmus kann man stöhnen. Aber ich halte mich zurück. Ich will dann hier auch eine heidische. Oh, ja. Gott, euch beide in einen Sack und dann drauf, ne? Triff nie einen Falschen. Also triffst du nie falsch, dann müsst ihr zwei in den Sack nehmen. Ich sag ja euch beide in einen Sack und dann draufhauen. Mhm. Man trifft nie den Falschen. Du lieber uns dreien in den Sack und dann, ja. Ich stöhne nicht so abartig wie ihr beide, ja, also. Also manchmal frage ich mich schon, warum ich noch Single bin und Felix nicht. Also. Weil es Leute gibt, die das mögen. So. Okay, das vielleicht nicht mehr, das klingt eher nach Kacken jetzt. Sehr, sehr richtig, Chris. Sehr, sehr richtig. Was? Wieso sind wir Pizza-Banausen, Tenno? Wo soll das jetzt hin, Lumi? Du bist Koordinatorin? What? Sei man das denn? Wo ach, soll mach's mit Ben hin? Aus, ich bin gerade nicht auf dem Hof. Ich dachte, jetzt komm, mach's mit Ben. Ben kannst du es auch machen, aber dann will ich ein Video. Ah, ich bin heute echt mit dem falschen Fuß aufgestanden, holy shit. Ich will irgendwie das nicht mehr. Ja, wobei, wer sagt denn heute? Ach, da kommt's Risiko, halt. Risiko, kein Risiko, Risiko, kein Risiko. Kann jemand mal die Fackel da wegnehmen? So. Benni, du bist doch noch am Hof. Ich glaube, ich habe bis 18 plus letztens irgendwann eingestellt. Ja, ich bin am Hof. Warum? Kannst du mal nach oben laufen? Zu dem Pferdestall? Da ist links davon der Fackel. Jetzt musst du mit deinem. Fackel. Da wird nicht gefackelt, da wird rumgefackelt. Ne? Fackel, die Fackel, 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 Fackel. Die am da? Am besten, wenn du noch. Was hattest? Lumi, mal kurz. Was ist mit mir? Lumi, mal kurz leise sein. Unten dieses Baumsaftpressding mal abnehmen und den Baum fällen. Kann ich das? Oder nee, brauchst du nicht fällen. Oder? Nee, brauchst du nicht fällen. Ich sag noch Faust, die Fällen. Okay. Chris. Weg ist weg. Was war denn jetzt mit Chris? Hä? Was hat denn Chris jetzt wieder böse bei dir geschrieben? Hä? Ich bin neugierig. Chris schreibt nur nette Sachen immer. Was hat denn Nettes geschrieben? Ich bin neugierig. Du sagst mir auch nicht immer alles, was Chris sagt. Doch, du nachfragst schon. Soll ich für uns alle drei mal ein Plasma-TV holen? Mann, ich denke jedes Mal, wenn du das sagst, du willst mir ein Plasma-TV schenken im realen Leben. Bräuchte Stimme nicht auch noch. Ich hab nie reales Leben gesagt. Ja, ist er. Sag ich gar nichts gegen. Wir können Laternenpfahl mal holen. Sag ich gar nichts gegen. So. Was sagt ihr zu Laternenpfahl? Was willst du mit einem Laternenpfahl? Warum haben wir denn Laternenpfahl? Das ist total unnütz. Brauchen wir keine Fackeln mehr. Hä? Das ist doch nur in einem kleinen Bereich, wo du keine Fackeln mehr brauchst dann. Ach, dann weißt du sogar schon, Tenne. Wir kennen nur den Secret Wood. Ansonsten wüsste ich nicht, wo es Saatholz noch gibt. Spawnen da 6 oder 8? Ja. Oh, Pizza. Hab ich irgendwas falsch gemacht, dass ich jetzt nur noch angeschweint werde? Das Schwein hat mich gerade angeschweint, ich schwein zurück. Okay. Moment mal, jetzt habe ich was falsch gemacht. Yep. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich hab schon wieder den Faden verloren. Essen lenkt ab. Kann sein, dass es nur 6 waren, ja. So. Fischi Fisch. Ich wollte Reis kaufen, ich hab's wieder vergessen. Ich komm nicht zum blöden Reis kaufen. Echt, man braucht für einen Laternenpfahl aus Holz eine Batterie? Geil. Pizzabrot ist nice. Wie willst du denn sonst die Stromversorgung machen? Ja, dann können wir unsere zu vielen Batterien verwenden und die Dinger einfach an ausgewählten Punkten installieren. Vielleicht ist die Leuchtstrahlweite ja besser. Leuchtstrahlweite? Ja. Steht da nichts in Lumen, wie weit die strahlen? Wie kräftig die sind? In Lumen steht nichts da. In Lumi da. In Lumi da. Jetzt wissen wir, woher der Name kommt, von Strahle. Was? Nun schaust du mir auch beim Kochen zu? Hä? Kochst du gerade oder was? Und schaust mit dabei zu. Ach, Mio. Deswegen ist die Facecam ja so, verdammt, so klein. Du musst die groß machen, damit man beim Essen gut zugucken kann. Nein, mir wurde gerade schon gesagt, dass ich jemanden nicht hungrig machen soll, weil er auf Diät ist.
Ja, aber das ist doch das Lustige daran, wenn Leute auf Diät sind. Im Gegensatz zu dir bin ich kein Sadist, ja. Bin auch kein Sadist. Das halte ich für fraglich. Finde ich nicht. Ich bin eindeutig der netteste Mensch der Welt und das kann kein Sadist sein. Mhm. Wenn jemand wirklich schlecht geht, würde ich niemals vor ihm essen. Mhm. Aber ein bisschen Bestrafung für Diät muss sein. Wieso? Vielleicht hat er sie wirklich nötig, weißt du ja nicht. Vielleicht ist er gesundheitlich echt krank oder so. Okay, wenn er das sagen würde, würde es mir auch wieder leid tun. Ich würde alles zurücknehmen. Da würde ich es wirklich nicht machen. Und ich dachte, ich bin krank. Du bist nicht krank, du bist nur kaputt im Kopf. Lumi strahlt wie ein Engel, wie ein verfressener Käseengel, ey. Ich mache mir Bratnudeln. Die sind aber auch lecker. Lumi ist ein Ausdruck, so breites Grinsen. Wenn es gute Bratnudeln sind, klingt das lecker. Wenn das so billig Rahmnudeln sind. Dann hängt noch Käse raus. So in etwa sieht's aus, Felix. Ziemlich gut getroffen. Also ich dachte, da hängen andere Sachen raus. Sperma. Nee. Ja klar, ich laufe immer mit Sperma im Gesicht durch die Gegend. Also, sag mal, was hast du denn eigentlich für Vorstellungen? Zum Haare gehen, kennst du das nicht? Natürlich kenne ich das. Ich halte mir so einen Gel im Schlafzimmer, ne? Denn da hole ich mir dann einmal am Tag mein Haargel und schmier mir das so ein bisschen ins Gesicht. Das ist bestimmt gut für die Haut und gut ist dann. Können wir das Thema lassen beim Essen, ey? Ich mach mal vier Ampeln, wollte ich schon sagen. Ja, mach mal vier Ampeln. Wir haben ja genug Batterien. Oh. Wie viele Batterien haben wir denn? 40 Stück. Tenne, es klingt geil. Definitiv. Was klingt geil? Gorgonzola aus Italien mit Zwiebeln drauf. Auf einer Pizza. Ne, irgendwie nicht. Irgendwie doch. Ne, dann lieber Thunfisch und Mozzarella. Nein. Och. Nein. Und ein bisschen Zwiebeln. Armer Thunfisch. Thunfisch sind vom Aussterben bedroht. Tja. Ja, ja. Aber das, so gut. Das Problem ist ja nicht der Thunfisch, sondern eigentlich auch die Dingens, die da drin landen, die Delfine und sowas. Ach, scheiß auf die Delfine. Thunfisch sterben viel öfter da drin in den Netzen als Delfine. Das stimmt, aber die Delfine futtert keiner, die werden einfach bloß weggeschmissen. Ja, schade drum eigentlich, aber Delfine kann man, glaube ich, nicht essen. Macht nur keiner. Alles klar, Chris, ich danke dir nochmal für die Pizza, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Träum von glücklichen Lumis und hübschen Bens. So. Gute Nacht. Delfin kann man essen, ja, warum verarbeitet man denn nicht, wenn man den aus Versehen mitfängt? Ich dachte, da wäre irgendwas dran, weil das ein... Wahrscheinlich, weil es einfach keiner kauft oder fast keiner. Deswegen lohnt sich das nicht, das zu verarbeiten. Aber ich würde ihn jetzt schon essen, also... Gute Nacht, Chris. Dankeschön wieder fürs Reinschauen und fürs Dasein. Ja, das kriegen wir hin. Also, wenn wir ausgemacht, würde ich jetzt sagen, also der 19. oder? Ja, würde ich sagen, den 19. zum Buster-Stream. Das ist ein Samstag, ne? Ne, ein Sonntag. Leuchtkraft ist wirklich nee, Moment mal. Moment. Ne, 19. ist ein Samstag. Ist ein Samstag. Dann wäre eher der 20. wäre ich eher dafür. Also, ich wäre eher für einen Sonntag als für einen Samstag. Wobei, von mir aus kann man auch einen Samstag machen. Bleib beim 19. Dann ist ein Samstag. Das ist mir eigentlich egal am Ende. Siehst du mal, es gibt... 0:30 Uhr, Felix. Es gibt einen riesigen Markt für Delfinfleisch. Auch in Deutschland. Schmeckt wohl sehr gut, mein Tenne. Okay, und warum, wenn man die dann aus Versehen mitfängt bei Thunfisch, nimmt man die dann nicht? Oder sind die schon tot, bevor man dort ankommt wahrscheinlich, bevor sie die Netze leeren? Also ich weiß, dass sie wohl dadurch, dass sie irgendwie Sauerstoff brauchen, im Gegensatz zu... Thunfischen relativ qualvoll in diesen Netzen sterben, weil sie immer mal wieder hochgezogen werden und dann wieder runter und dann ersticken die halt so ein bisschen nach und nach. Und vielleicht durch den Stress oder keine Ahnung was, gammeln die dann halt noch so ein bisschen lange im Netz rum, so halb tot und dann schmeckt das Fleisch nicht mehr. Irgendwie so, keine Ahnung. Dieser scheiß Bär, ey. Ich sehe jedes Mal diese Vase nie. Grüß. Das muss ich mir aber nochmal angucken, warum mein Streamlabs der Hub-Dingen so leise war. Und da hätte er, glaube ich, wenig dagegen. Aber Ben halt, wo ne? Gegen? Was? Ha? Wo ja, hätte ich wenig dagegen? Ben eher als Chris. Hä? Wahrscheinlich. Drückt mal jemand bitte auf weiter? Ich habe gerade was geguckt. Im Spiel, ja. Ja, ich habe noch nicht gedrückt.